Hallo liebe E-Bike-Familie, Tag 3 unserer Vitali-Schwarzwald-Tour. Wir sind gerade unterwegs auf dem Weg zu Bennys Ranch und dort gibt es die neuen Lieblingstiere von der Nathalie, nämlich Alpakas. Woo. Wir nehmen euch gern mit. Auf geht's! Tja, und wie sind Nadi und ihr Vitali in den Schrumpfgenerator gekommen? Was machen wir denn jetzt? Wir sind jetzt in der Vesperstube. Langenberg? Langenberg. Ja. Und essen was Leckeres. Graue Bratwurst. Mhm. Ich glaube gekocht und nicht rausbrutzelt. Pommes und ganz süß. Eine Badewanne voll Salat und ein selber rausbackes Schnitzel mit viel Soße. Wir sind hier aktuell auf dem Hermesbacher? Vesperweg. Auf dem Hermesbacher Vesperweg. Ist ein ganz toller Rundweg, auch wieder ziemlich steil. Und hier haben wir einen 30 Meter langen Baumstamm, wo man was essen kann. Also sich hinhocken kann und was vespern. Sagen wir so. Mensch, guck mal, wo wir da sind. Das ist ja herrlich. Natürlich. Ja. Und, Nadi, wie ist das Gefühl jetzt mittlerweile am dritten Tag auf dem E-Bike, auf dem Vitali? Ja, sehr gut. Es macht alles mit. Also alle Fahrgegebenheiten, Schotter, Teer, Waldstraße. Klappt gut. Wie war es jetzt gerade hier im Gelände auf so einer schottrigen, etwas steilere Waldstraße? Na, man muss natürlich entsprechend fahren, aber das funktioniert. Also bist du soweit zufrieden, oder? Ja, genau. Schön. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht was zu trinken kriegen. Ja. Machen wir mal da auf.
An dieser Stelle noch der Hinweis, wir haben heute die Fahrräder getauscht, weil die Nathalie auch mal mit der Stollerreife fahren wollte und siehe da, auf diesen etwas schwierigeren Wegen kam sie viel besser zurecht. Das gibt's ja nicht. Ob das so gut ist, wenn wir das jetzt leer trinken, wenn wir mit den Rädern da sind?